Namaste, Sawadika und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ich weiß noch nicht, ob es ein Asia Food Diary wird oder wieder wie das letzte so ein gemischtes mit Food Highlights. Aber lasst euch einfach überraschen und vor allem inspirieren. Und naja, am Titel spätestens werdet ihr es erkennen. Deswegen viel Spaß mit dem Food Diary und wir starten schon mit dem ersten Essen. Und zwar habe ich hier mein absolutes Comfort Food gemacht, nämlich Curry. Diesmal in der indischen Variante mit Dal, sprich Linsen. Ups. Genau, dann Kartoffeln. Oh, guck mal, ist noch so warm, dass meine Kamera beschlägt. Genau, dann habe ich hier Lauch rein, gerettet von Etepetete. Dann Karotten sind von Etepetete. Und die Kartoffel. Außerdem Ingwer, Knoblauch und Zwiebel ist drin und Paprika. Und ja, das Ganze dann einfach mit Kokosmilch ein bisschen angemacht und Wasser. Dann die typischen indischen Gewürze wie Kurkuma, Garam Masala und noch so ein anderes rotes Curry. Ein bisschen Sojasauce habe ich auch rein und Salz. Ja. I think that's it. Hier ist noch ein Chai-Tee, Yogi-Tee mit diesem Spruch. Fokus. Deine Herzlichkeit ist dein schönster Schmuck. Ich kann gut Deutsch hier. Hallo? Ja, so irgendwie. Und gestern habe ich mir außerdem noch ein Kombucha gegönnt, Zitrone Ingwer von Carpe Diem. Kaufe ich nicht oft, aber ja, gestern hatte ich mal wieder Bock drauf, weil halt. Ja. Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag. Es ist 12:48 Uhr und das ist meine erste Mahlzeit des Tages. Ein Obstsalat mit Banane, Birne von Etepetete. Und Apfel. Und ich merke gerade, eigentlich wollte ich Tahin drauf machen, aber naja, egal. Genau, dann Orangensaft, frisch gepresst, auch von Etepetete. Und ein Chai-Tee mit Mandelmilch, beziehungsweise Mandeltrink. Und diesen Spruch. Mögen wir alle in Frieden, Ruhe, Wertschätzung und Liebe leben. Und ja, das passt sehr gut, denn aktuell geht's auf der Welt ziemlich ab, wie ihr vielleicht ja mitbekommen habt. So, meine Ja. Freunde, hier habe ich den Wasserspinat geschnitten. Hier die Thai-Aubergine, Bohnen, Tomate, Knoblauch. Hier ein halber Tofu, diesen hier. Und jetzt tue ich das Ganze im Wok anbraten mit Sojaöl und die Soße besteht dann aus Soja. Soße, diese glutenfreie, die ich vorhin gekauft habe und dieser Black Bean Soße. Ach so, und Sojasprossen kommen auch noch rein. Nicht alle, aber ein paar. Ja. Der Salat, Gurkensalat und Karottensalat ist im Kühlschrank, habe ich auch noch gemacht, weil wir sind drei Personen, für die ich koche. Spontan, mein Mitbewohner isst mit. Genau, und ich bin gespannt, ob es denen schmeckt, weil die sind meine Versuchskaninchen. Ich habe das noch nie hier so in dieser Form gekocht. Aber es ist eine Abwandlung von Mamas Schweinebällchen, das ich mal vor Jahren auf meinem Blog gepostet habe, das Rezept. Yay. Und dazu gibt es natürlich Kamyang. Also Sticky Rice im schönen Bambustopf. Da-da-da. So sieht das aus. Ich bin sehr begeistert von mir selber. Der Tofu sieht jetzt aus, als wäre es einfach Ei. Und ja, die Soße. Wie gesagt, nur diese Sojasauce und diese Black Bean Soße. Und ein bisschen Zitronensaft habe ich noch rein. Schmeckt auf jeden Fall ziemlich gut. Ich hoffe, meinen Freunden schmeckt es auch. Und ja, Kanyao. Super basic. Sehr schön klebrig. Und ja, damit kann man das jetzt hier so essen mit der Hand. Yum. Gurkensalat, Karottensalat, Kanyao,
hier noch. Und Jasmins, weiß ich nicht, Schweinebällchen in vegan oder so. Warum? Du stehst halt im Licht. Ich meine, du bist jetzt von der Seite, müssen wir es nicht noch. Hat man aber trotzdem gesehen. Okay. Hallihallo, meine lieben Foodies. Ich habe am Wochenende leider vergessen, unser Grillen zu filmen. Aber ja, so sei es. Wir haben eigentlich das gleiche gemacht wie das letzte Mal. Nur hatten wir vegane Merguez und Seitan. Und wir hatten einen richtig leckeren alternativen Feta. Ich werde euch einfach kurz ein Bild reinposten. Für alle, ja, die daran interessiert sind, einen veganen Feta auszuprobieren. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, der war sehr, sehr lecker. Und vom Preis 3 Euro, das heißt günstiger als den einen Feta, den ich das letzte Mal hatte, falls ich davon irgendwann mal in einem Food Diary erzählt habe. Ich blende vielleicht einfach mal beide hier ein. Und ja, bin auf jeden Fall auf Feta-Jagd fürs Grillen, weil ich bin ein Feta-Lover. Also früher habe ich ja, normalen Feta echt sehr, sehr gerne und sehr oft gegessen. Und ja, dieses Jahr bin ich eben auf Feta-Jagd, alternativ vegan. Deswegen, falls ihr Tipps habt, schreibt sie mir gerne in die Quarantäne. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ja, und ja, jetzt zeige ich euch gleich mein Thai Curry. So, das ist mein Thai Curry, das ich aus den Resten gemacht habe von Freitag. Also Reste im Sinne von diesen Bohnen war noch Reste da und Sojasprossen und dieser Tofu, der hier jetzt aussieht wie Ei. Dann ist noch drin Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Möhren, eine halbe grüne Chili, eine frische. Thai Curry Paste, Kokosnussmilch und ich glaube, das war's. Tomate, genau. Und Reis ist so Vollkornreis. Also brauner Reis. Genau, und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ah, einen Schuss Zitrone habe ich noch rein. Ich glaube, das war's. Genau. Yum, yum. Yummy. Hier, meine Freunde, seht ihr den ersten veganen Nudelauflauf, den ich jemals, glaube ich, selber gemacht habe, beziehungsweise wurde ich bekocht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals veganen Nudelauflauf gegessen habe, deswegen sehe ich jetzt als erstes mal an. Und zwar sind das Kichererbsen-Fusilini vom Aldi, Zucchini, Paprika, Tomaten, dann Champignons, so. Und ja, Gewürze, veganer Käse, ja, Gewürze ganz viele, wie gesagt, Paprika und Thymian, so Kräuterzeug. Und die Soße besteht aus Mandeljoghurt, bisschen Hafermilch, bisschen vegane Mayo, glaube ich, hat er rein. Und ja, ich kann nur sagen, es ist ziemlich gut geworden. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du das für mich gekocht hast. Yay! Yum, yum. Frühstück. Und das ist noch für mich. Yum. Waren 20.000 Haushalte stundenlang von der Stromversorgung abgeschnitten. Ein Feuer in einer Baugrube hatte die Versorgungsleitungen beschädigt. Jetzt ermittelt sogar der Willkommen bei Jasmins griechischen Abend.
mit Feta und Ofengemüse, Gyros, Reis, Tzatziki und marokkanische Oliven, die ein bisschen aus der Reihe fallen, weil es nicht griechisch ist. Aber Fokus. Tada! Yum! Apple Crumble mit, was soll ich da jetzt rein? Blaubeeren. Genau. Nee, Heidelbeeren. Heidelbeeren. Blaubeeren und Heidelbeeren, ist das das Gleiche? Weißt du, ob das nicht das Gleiche ist? Papa weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Kommentiert, wenn ihr es wisst, in die Kommentare. Kommentiert es in die Kommentare, wow. Kommentiert es unter das Video, wenn ihr es wisst. Und dazu gibt es dann diesen Lugurt mit veganen Joghurtkulturen und Stracciatella. Das ist aus Süßlumpinen gemacht. Wo steht das? Hier, Süßlumpinen. Ja, genau. Wir gehen nämlich heute zu meiner Schwester. Das erste Mal in ihre neue Wohnung. Und deswegen habe ich ihr das gemacht. Für Jana bitten mich dir hier in meinem Food Diary. Minimaler DM-Ausraster-Einkauf. Es ist Anfang des Monats. Und ich habe mich ein bisschen eingedeckt für, keine Ahnung, wie lange mir das reicht, aber genau. Hier die Reissachen sind fürs Geschäft und die Nüsse auch. Das wird irgendwann mal eine Mahlzeit zusammen mit dem Pesto. Und alles andere ist irgendwie so Kram. Keine Ahnung. 40 Euro dafür gezahlt. Uey! So, aus den zwei Sachen mache ich jetzt gleich eine Art Mango-Lassi. Also hier ist Pfirsich-Mango-Joghurt-Alternative. Hatte ich schon mal. Made without cows. Genau, ist eigentlich ein Dessert. Aber ich mache dann einfach Kokoswasser dazu und dann wird sowas wie Lassi. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, das ist mein restliches Frühstück, Samstagsfrühstück, vegane Snackwurst und zwei Scheiben Brot. Why not? Yay!